Hallo, liebe Zockerfreunde, Spielerinnen, Spieler und Nerds. Ich habe hier einen kleinen Nachtrag zu machen, und zwar zum Thema Greenscreening. In der allerersten Folge habe ich euch gezeigt, wie ich mal ganz spontan mal eine Decke aufgehängt habe. Und zwar eine etwas grünlich aussehende Decke, die ich irgendwo billig mal irgendwo erworben habe. Jetzt habe ich aber eine andere Decke, und zwar diese hier, die ist... die ist noch grüner. Wie würde sagen, Ruben Rod in Fifth Element. Ach, wie grün, super grün, grüner als grün. Na gut, okay. Jedenfalls, ich schalte mal den Chroma Key aus, dann könnt ihr den Vergleich sehen. Chroma Key aus und zack. Das ist jetzt die neue Decke, die ich da hinten aufgehängt habe. Und das ist die alte. Also da seht ihr natürlich den Hammerunterschied. Dass das hier viel zu viel Gelbanteile ist. Und wenn wir das hier haben, ihr habt nur noch eine Version davon, falls man irgendwas größer oder ich mache noch irgendwo an einer anderen Stelle oder irgendwie einen anderen Raum. Oder ich nehme es mal mit und bei Freunden mal Greenscreening machen. Zum Beispiel, ich habe ja die portable Lichtbox. Ah, da habe ich ja auch noch, vielleicht eventuell könnte ich da noch mal was machen oder zeigen. Vielleicht später. Wie schon gesagt, also... Dieser Unterschied ist ja wohl immens und das erleichtert natürlich die Einstellung des Chroma Keys im Grünsektor natürlich erheblich. Nochmal den Unterschied zu sehen, indem ich den Chroma Key wieder einschalte und das sieht dann so aus und so aus. Ne? Ist klar. Da braucht man nichts mehr zu sagen. Also, es kommt auf den richtigen Grünton an. Entferne mal wieder den Chroma Key. Es ist kein Mollton. Ich wollte zuerst Mollton bestellen. Wie schon gesagt, das kostet 14 Euro pro Quadratmeter. Nee, Quadratmeter pro laufender Meter und ist 3 Meter breit. Gut, okay, da braucht man erstmal auch ein richtiges Gestell dafür, ein stabiles Gestell, weil Mollton sehr schwer ist. Und das ist im Grunde genommen Vlies. Und das kann man auch günstig bei irgendeinem Outlet-Store oder so einem Ramschladen ab und zu mal vorbeigucken und kommen und solche Geschichten. Die paar Falten, die wir im Hintergrund sehen, gut, okay. Mein Gesicht ist, glaube ich, faltiger, ich weiß es nicht. Da sind meine Tränensäcke hier auch. Aber egal, ich bin nicht so eitel. Wie schon gesagt, ich mache den Chroma Key wieder an. Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Streamen oder beim Angucken dieses kleinen Videos. Und es hat mich gefreut, wenn ihr wieder mal einschaltet oder einschaltet werden. Ich bereite jetzt noch was vor und wir sehen uns. Macht's gut.